Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Apothekenratgeber. Sie hat uns voll im Griff, die Erkältungszeit. Gefühlt jeder Zweite hat schon den ersten Infekt in diesem Winter weg. Sehr oft wird da auch ein Antibiotikum vom Doktor verordnet. Da sollte man aber einiges drüber wissen. Und das ist heute unser Thema. Was tun bei Antibiotika-Einsatz? Also es sind ja in Deutschland 40 Millionen Antibiotika-Verordnungen pro Jahr. Das heißt, wirklich viele Antibiotika werden eingesetzt. Antibiotika wirken ja gegen Bakterien, also die uns angreifen und krank machen und vor allem Entzündungen im Körper auslösen, die durchaus gefährlich werden können. Also haben ihre Berechtigung natürlich, nicht immer, weil wie es ist ein viraler Infekt wie Schnupfen zum Beispiel kann ein Antibiotikum nicht helfen. Man schätzt circa, eigentlich könnte man die Hälfte bis zwei Drittel der Antibiotika, ja, müsste man nicht unbedingt verordnen, aber ein Drittel ist auf jeden Fall sehr berechtigt, wenn nicht die Hälfte. Und da stellt sich die Frage, wie nehme ich die wirklich ein? Wie nehme ich die so ein, dass sie meinen Körper nicht schaden, sondern wirklich nur den Bakterien, den falschen Bakterien und die aus dem Körper ausschleusen? Da müsste man vielleicht noch dazu sagen, dass Antibiotika ja auch immer eine Nebenwirkung oder mehrere Nebenwirkungen haben. Welche ist das vor allem? Also die Hauptnebenwirkungen der Antibiotika sind eigentlich immer Durchfall und Blähungen, weil im Darm sitzen die meisten Bakterien, die guten und auch dann die eben schlechten Bakterien, die man mit den Antibiotikern erwischen möchte. Und die gesunden Bakterien werden ebenso von einem Antibiotikum eben betroffen wie die falschen. Und deswegen wird die Darmschleimhaut, dieses Gleichgewicht auf der Darmschleimhaut, empfindlich gestört. Und diese Störung reizt unsere Darmschleimhaut und der Körper reagiert eben mit Durchfall, mit Blähungen, mit Problemen im Magen-Darm-Trakt. Nur mit Problemen im Magen-Darm-Trakt oder gibt es da auch andere Probleme? Ja, es sind erstmal die Probleme, die Akutprobleme sind im Darm, also der Durchfall, den merkt man akut, aber das Problem ist eher ein langfristiges. Neueste Studien haben eben bestätigt, dass eine, man sagt eben nicht vorhandene Symbiose im Darm, also nicht die richtige Darmzusammensetzung der Bakterien, löst über einen langen Zeitraum chronische entzündliche Erkrankungen im Darm aus, kann Ursache für depressive Verstimmungen sein und auch Allergien. Und das ist schon etwas Heftiges, wo man sagt, gut, wie kann man dagegen eigentlich vorgehen? Was kann man machen, damit diese Antibiotika diese negative Nebenwirkung eben nicht auf die lange Sicht erzeugen? Und da gibt es eigentlich was total Einfaches, was wir an der Hand haben, und zwar seit es Antibiotika gibt, auch in Wirklichkeit, nämlich die Probiotika. Also nicht, was sind das? Genau, das sind unsere gesunden Darmbakterien und die gibt es einstweilen in gefriergetrockneter Variante, in Kapselform, in Pulverform. Und wenn man gleichzeitig mit dem Antibiotikum oder mit der Einnahme des letzten Antibiotikums tatsächlich diese gesunden Bakterien wieder zuführt, hat man wieder eine intakte Darmflora und diese Langzeiterkrankungen, denen beugt man eben vor, die schließt man aus damit. Und das ist schon etwas sehr Wichtiges, vor allem bei Kindern, die vielleicht schon einige Antibiotika-Einnahmen hinter sich haben. Wir wissen ja, unsere Kinder leiden vermehrt unter Allergie, auch unter Aufmerksamkeit, Störungen dergleichen und man denkt jetzt sehr intensiv darüber nach, wie weit kann das auch damit zusammenhängen, dass unsere Darmflora eben nicht intakt ist oder die kindliche Darmflora. Was ist dann also die Empfehlung? Sollte also jeder, der ein Antibiotikum nimmt, sollte darüber nachdenken, so eine probiotische Kur dann zu machen. Wie läuft die ab? Wie lange geht die? Also nicht nur drüber nachdenken, sondern tatsächlich auch machen, weil das ist wichtig. Zu jedem Antibiotikum gehört auch der Darmaufbau. Das ist völlig essentiell. Man beugt vielen Erkrankungen damit vor. Man tut sich selber was Gutes. Man hat diese Nebenwirkungen nicht. Und in Wirklichkeit, das sind 7 bis 10 Tage, die man so ein Bakterienpräparat einnehmen muss. Für den einen gibt es lieber die Kapsel, für den anderen lieber das Pulver, der keine Kapsel schluckt. Das Ganze ist in einem völlig begrenzten Rahmen sozusagen regenerierbar. Kommt man aber erst nach einem halben Jahr drauf, von einem halben Jahr habe ich Antibiotika genommen und seitdem, ach, ich habe so Magensäure, ich habe Probleme mit meinen Darm, dann ist es wesentlich schwieriger, diese Darmsymbiose wiederherzustellen und den Darm zu regenerieren. Also man macht es gleich nach dem Antibiotikum, denn jeder kann sich das vorstellen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das gilt auch für die Bakterien. Ist der Darm erstmal leer, also keine Bakterien da oder fast keine da, so gewinnt derjenige, der als erstes reinkommt. Das sind aber meistens nicht die Bakterien, die da auch wirklich hingehören. Also wie gesagt, zu jedem Antibiotikum gehört eine kleine, wenigstens Mini-Darmsanierung und dann hat man keine schädlichen Nebenwirkungen. Relativ simpel. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, hier sind die Fachleute. Meine letzte Frage ist vielleicht die, die ja immer
angebracht ist. Gibt es auch Personen, für die diese probiotische Therapie nicht zu empfehlen ist? Ich sage mal, es gibt natürlich Menschen, die eine gesunde Darmflora haben und die eine so stabile Darmflora haben, dass sie praktisch die auch gar nicht brauchen, diese Bakterien. Aber schlimmstenfalls, sage ich mal, bei denen ist der Überschuss an Bakterien, der wieder aus dem Körper raus wandert. Also in Wirklichkeit ist es für jeden geeignet. Und wenn die Darmflora sehr durcheinander ist, merkt man halt, wenn man hohe Bakterienanzahl der gesunden Bakterien zuführt, dass es halt auch rumpelt im Darm. Man kriegt dann auch Blähungen, weil die richtigen Bakterien die falschen Bakterien auch bekämpfen. Und das merkt man durch Blähungen. Aber ich sag mal, das sind alles vorübergehende, ein, zwei Tage dauernde Probleme. Und daher, es ist für jeden geeignet. Kein Problem. Dann danke für das Gespräch. Dankeschön.